Ja, Herr Schweiger, vielen Dank, dass Sie sich für ein Gespräch zur Verfügung stellen. Sie beschäftigen sich mit literarischen Zugängen und auch mit Kulturkompetenz, die Sie über Literatur entwickeln. Warum soll man sich eigentlich mit diesen beiden Themen beschäftigen? Was würden Sie sagen? Also im Zusammenhang mit Kulturkompetenz, denke ich, ermöglichen literarische Texte, sich mit unterschiedlichen Perspektiven auseinanderzusetzen. Und darin liegt ihr großes Potenzial. Literarische Texte, nicht alle, aber viele, entfalten sozusagen eine subjektive Sicht auf die Welt oder auf Weltausschnitte und ermöglichen es den Lesern und Leserinnen, sich mit diesen subjektiven Weltsichten, mit diesen konkreten Perspektiven auseinanderzusetzen. Ermöglichen es den Lernenden auch, den Lesern und Leserinnen, sich in diese Perspektiven hineinzuversetzen und auf diese Art und Weise Kompetenzen sich anzueignen, die zu Kulturkompetenz im Allgemeinen gehören. Was meine ich damit? Zum Beispiel ist eine solche Kompetenz, die Kompetenz einmal zwischen verschiedenen Perspektiven überhaupt unterscheiden zu können, also Perspektiven differenzieren zu können, aber dann auch Perspektiven zumindest für eine Zeit übernehmen zu können, also sich in andere hinein versetzen zu können, ist in der Kulturkompetenz etwas ganz Entscheidendes. Und damit auch sich von seiner eigenen Perspektive nicht entfernen, aber die eigene Perspektive auch hinterfragen, reflektieren, kritisch befragen. Also das wäre ein Aspekt, der bei dem Einsatz von Literatur im Zusammenhang mit dem Ziel, Kulturkompetenz zu erweitern oder überhaupt anzueignen, aus meiner Sicht ganz wichtig ist. Abgesehen davon, finde ich, sind literarische Texte halt auch ein Anlass oder ermöglichen es auch, sich mit der sprachlichen Gestaltung von Wirklichkeit, von Wirklichkeitskonstruktionen auseinanderzusetzen. Wie beschreibe ich etwas? Das heißt, es ist immer wieder auch natürlich ein Zusammenspiel von Form, der Art und Weise, wie etwas gesagt wird und dem, was gesagt wird. Und da kommen, und deshalb arbeite ich sehr gern damit, vor allem auch Texte von mehrsprachigen Autoren und Autorinnen ins Spiel, die also ganz oft so etwas wie Sprachreflexion eingebaut haben, ja, wo es also immer wieder um sprachliche Grenzen geht, darum, wie man sprachliche Grenzen überschreiten kann und was Sprache auch mit Kultur zu tun hat, welche Zusammenhänge es da gibt. Und das thematisieren literarische Texte, finde ich, auf eine sehr eindrückliche Art und Weise. Mhm. Das führt mich jetzt zu meiner nächsten Frage. Arbeiten Sie mit fremdsprachigen Texten auch oder ausschließlich oder auch mit Übersetzungen? Einerseits sind es mehrsprachige Texte, das heißt Texte, die mitunter auch die Sprachen mischen, ja, also die auf Deutsch und in einer anderen Sprache verfasst sind, beziehungsweise wo es einfach Sprachmischungen gibt, hybride Texte. Also es sind ganz häufig deutschsprachige Texte von Autoren und Autorinnen, die eine mehrsprachige Biografie haben, die irgendwann mal einen Sprachwechsel erlebt haben, die in einer anderen Sprache aufgewachsen sind, sozialisiert worden sind, als in der Sprache, in der sie schreiben. Und das sind in erster Linie eben dann Texte, die ein sprachreflexives Moment haben, die über Sprache nachdenken, über die Art und Weise, wie diese Autoren und Autorinnen Sprache verwenden, was es bedeutet, eine fremde Sprache zu erlernen, was es bedeutet, in einer fremden oder für sie neuen Sprache zu leben und schlussendlich dann auch zu schreiben. Und es steckt auch ein Nachdenken über Sprache und über die Möglichkeiten, mit Sprache Wirklichkeit zu beschreiben, zu setzen überhaupt drin. Sprache ist ja immer untrennbar mit Kultur verbunden und man könnte eben auch, wie Sie eingangs schon gesagt haben, also Kulturkompetenztraining anhand von literarischen Texten machen. Warum, glauben Sie, wäre das oder ist das wichtig aus Ihrer Sicht für Lehrerinnen und Lehrer? Wichtig, sich mit Kulturkompetenz überhaupt zu beschäftigen. Genau. Ja. Das halte ich deshalb für besonders wichtig, weil zu Kulturkompetenz eine Reihe von Fähigkeiten gehören, die jetzt nicht nur etwa in interkulturellen Begegnungen oder Situationen wichtig sind, sondern die auch allgemein Fähigkeiten darstellen, die uns zum Beispiel ermöglichen, andere zu verstehen, andere Perspektiven einzunehmen, die uns so etwas wie Empathiefähigkeit erlauben. Das heißt, es sind Teilkompetenzen,
die durchaus nicht nur im Zusammenhang mit Kultur von Bedeutung sind. Das ist das eine. Das andere ist, dass Kultur einfach ein großes Thema ist in einer Gesellschaft wie der unsrigen, die eine mehrsprachige Gesellschaft ist, die eine Migrations-, eine Einwanderungsgesellschaft ist, und dass man sich aus diesem Grund auch mit dem eigenen Verständnis von Kultur auseinandersetzen sollte und muss. Angesichts dessen, dass wir immer wieder mit in unterschiedlichen medialen Unterrichtszusammenhängen und so weiter mit Kultur und kulturellen Begegnungssituationen konfrontiert sind. Wobei ich auch glaube, dass man mitunter den Faktor Kultur sozusagen überschätzt und dass Kultur oft auch vorgeschoben wird, um andere Dinge nicht zum Thema zu machen, die eigentlich relevanter sind oder die andere Dimensionen sozusagen, die eigentlich bedeutsamer sind, sprich soziale Faktoren, Gender, also eine ganz wesentliche Dimension. Das heißt, Kultur ist ja immer auch im Zusammenhang mit anderen identitätsbestimmenden Faktoren zu sehen. Mhm. Haben Sie das Gefühl, das ist in der Schule angekommen, also dieser Ansatz, sich mit der eigenen Kultur auseinanderzusetzen, da eine kritische Wahrnehmung zu entwickeln, Empathie zu entwickeln? Also ich glaube, dass da noch einiges zu tun ist und dass das zwar angekommen ist, aber noch nicht die Verbreitung gefunden hat, die das aus meiner Sicht finden sollte. Ich glaube, dass da ist insofern auch noch mehr zu tun, als dass in der Lehrerinnenbildung, in der Ausbildung noch einen stärkeren Stellenwert haben müsste. Wenn ich zum Beispiel an den Bereich, in dem ich vor allem arbeite, Deutsch als fremde Zweitsprache, denke, da gibt es zwar auch eine Lehrveranstaltung etwa zu Landeskunde und Kulturdidaktik, aber das ist eben nur eine und da wird auch noch zu wenig Wert darauf gelegt, sich damit auch auseinanderzusetzen. Nicht nur mit der Selbstreflexion der Studierenden und angehenden Lehrer und Lehrerinnen, sondern auch mit der Frage, wie kann man das im Unterricht auch umsetzen, thematisieren, welches methodische Werkzeug gibt es dafür. Mhm. Also ich glaube, dass da schon noch viel zu tun ist. Mhm. Jetzt könnte zum Beispiel jemand sagen, ja, dann sollen sich damit die Deutsch als Zweitsprache Lehrerinnen und Lehrer auseinandersetzen, aber ist das jetzt auch ein Thema für die allgemeine Ausbildung, unter Anführungszeichen, für alle Lehrerinnen? Ich würde auf jeden Fall sagen, dass das ein Thema ist für alle und eine sogenannte Querschnittsmaterie, mit der sich jetzt nicht nur Deutsch als Zweitsprache Lehrer und Lehrerinnen auseinandersetzen sollten oder nur Deutschlehrer, sondern das ist etwas, was alle, die im Lehrberuf sind, angeht. Vor allem auch, weil man damit konfrontiert wird in der einen oder anderen Art und Weise. Ob im Zusammenhang mit Konflikten oder im Zusammenhang mit Verstehensbarrieren oder auch im Zusammenhang mit dem Potenzial, das darin besteht, dass ich hier Schüler und Schülerinnen habe, die oft auch eben andere Sprachen als Deutsch sprechen, anders sozialisiert worden sind. Und dieses Potenzial gilt es einfach viel besser zu nutzen, als das derzeit noch der Fall ist. Mhm. Ich überlege jetzt gerade, sollte es ein Fach geben, das sich auf diese Dinge spezialisiert? Und wenn ja, wie könnte das heißen? Gute Frage. Ein Fach. Ganz allgemein gesprochen geht es dabei ja um Diversität, ja, um die Auseinandersetzung mit unterschiedlichen Formen von Vielfalt. Und da spielt kulturelle Vielfalt, kulturelle Diversität eine Rolle, eine andere Ebene ist eben die der sprachlichen Diversität, aber auch noch andere Diversitätsebenen sind dabei zu berücksichtigen. Also das wäre sozusagen ein großes Thema, das man auf unterschiedlichen Ebenen behandeln könnte und das für alle Lehrer und Lehrerinnen sehr wohl relevant ist. Also ich stimme ja vollkommen überein, dass das eine Querschnittsmaterie ist, die alle angeht. Die Frage ist, wir haben auch das Problem, dass viele Querschnittsmaterien, die alle angehen, dann eben, wenn sie keine fachliche Verankerung finden, sehr vage als Absichtserklärungen irgendwo im Raum schweben. Deswegen die Frage nach dem Fach. Aber vielen Dank für das Gespräch. Ja, bitte, gerne.